Guten Morgen. Es ist Montag auf Dienstagnacht. Ich kann im Moment nicht schlafen und lese euch deswegen zwei Kapitel aus meinem Buch. Genau. Und wir fangen an. Februar 2014. Malaga, ich bin so horny, ich brauche Anti-Viagra. Es ist 9 Uhr abends in der Patientenküche der Klapse. Nachdem der ganze Tag geprägt war von Therapien und tiefschürfender Selbstreflexion, fällt nun das thematische Niveau ein wenig. Junge, du denkst doch immer nur an das eine, oder? Fragt Ulla, die häkelnd am Tisch sitzt. Ulla ist vor einigen Wochen aus der Geschlossenen zu uns verlegt worden, wo sie 5 Wochen wegen schwerer Depression behandelt worden war. Schon vor 3 Wochen wollte sie nach Hause entlassen werden, weil es ihr sehr gut ging. Dann hat sie Tavor abgesetzt und gemerkt, dass es doch nicht so gut geht. Normal, normal, erwidert der verrückte Grieche, ist wie Therapie für mich. Tiefenpsychologisch. Schon klar, meint Ulla, die so reden, haben meistens einen ganz kleinen Penis. Der verrückte Grieche lacht laut, wenn du wüsstest. Wirklich? Ulla, mischt sich Lena ein, provozier ihn nicht. Am Ende holt er ihn noch raus und wir müssen uns das Trauerspiel anschauen. Dann müssen wir alle nach unten in die Traumastation. Hast recht. Ist er denn beschnitten? Mischt sich da Jestan ein, der Kurde mit Panikstörung. Ich bin Moslem, ich bin beschnitten. Das ist besser, man holt sich nicht so leicht eine Infektion. Stimmt, ich mag auch beschnittene Penisse, antwortet Ulla. Mein Freund ist auch beschnitten, der ist Ägypter. Du magst islamische Schwänze, stimmt's? Stimmt. Wie ist es bei dir mit Anal? Mischt sich der verrückte Grieche wieder ein. Nicht so. Aber viele Männer probieren das auch, meint Jestan. Also ich nicht, ich bin nicht schwul. Nein, das hätten wir jetzt nicht gedacht, meint Lena spöttisch. Aber ich mag das auch nicht. Das fühlt sich eh nur an wie Kacken, nur rückwärts, werfe ich ein. Ahaha, er hat's ausprobiert, kichert der verrückte Grieche. Nein, das habe ich irgendwo gelesen, meine ich. Ja, klar. Ist klar, Herr Führer, lacht Jestan, hält sich zwei Finger unter die Nase und macht den Hitlergruß. Damit hat er angefangen, als ich mir in meiner zweiten Woche auf der Station die Haare abrasiert habe. Aber eine schöne Frau, das ist angenehm. Was heißt angenehm, fragt der verrückte Grieche. Jestan steht auf, er macht immer noch den Hitlergruß, macht zusätzlich deutliche Geschlechtsverkehrbewegungen mit seiner Hüfte. Das ist angenehm. Da geht die Tür auf und der Krankenschwester, habe ich hier geschrieben. Deswegen ist Lektorat gut. Da geht die Tür auf und die Krankenschwester, die Nachtdienst hat, kommt rein. Jestan nimmt die Hand runter, er hat immer noch die Hand unter der Nase zum Hitlerbart. Ich darf das, ich bin Kurde. Guten Abend, ich mache nur die Kontrolle, ob alle da sind. Sie beginnt, auf ihrer Patientenliste unsere Namen abzuhacken. Wie ist Ihr Name? Fragt Jestan. Ich bin Frau Herrmann, ich habe heute Nachtdienst. Jestan hält ihr die Hand hin. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Der verrückte Grieche lacht. Junge, die Frau arbeitet hier. Frau Herrmann zieht die Augenbrauen nach oben. Was für ein Thema hatten Sie hier, bevor ich reingekommen bin? Grob gesagt, Analverkehr und Hitler, meint Lena. Angenehm. Oktober 2012. 8:30 Uhr morgens. Ich gehe zum Türken um die Ecke Gemüse kaufen. Halt! Zum Kurden, um genau zu sein. Ich glaube, denen ist das wichtig. Der Laden wird geführt von einem sehr freundlichen Typen um die 40, der akzentfreies Deutsch spricht. Manchmal kassiert auch seine sehr hübsche Frau. Ich bin neidisch. Manchmal sind beide aber morgens nicht im Laden, nur ihr Angestellter, ein eher kleiner Typ mit Vollbart und etwas schielendem Blick. Ich komme rein, den Bass auf dem Rücken. Ah, Boskop, die besten Äpfel. Ey, machst du Musik? Ja. Was für Musik machst du? So Heavy Metal. Sludgecore mit starkem Punk-Einschlag und Death Growth. Hä, was? Wie Heavy Metal. Man versteht aber kein Wort. Ah, ich mag die Heavy Metal-Leute. Die Heavy Metal-Leute sind gegen die Regierung. Ja, in dem Fall schon. Ich sag dir was, ich hasse die alle. Ganz egal wen. Die scheiß Merkel, den scheiß Erdogan, den scheiß Obama. Ja. Alter, denke ich mir, es ist 8:30 Uhr morgens, ein bisschen früh für die Revolutionspläne. Das sind alles Arschlöcher. Ja, stimmt. Ich sag dir was, eines Tages, er ballt die Faust, eines Tages wird der Sozialismus kommen und die ganzen Wichser werden umgebracht. Kann ich eine Tüte haben? Ein anderer Morgen. Gleiche Uhrzeit, ich stehe vor dem Laden und packe die Äpfel in die Tüte. Der gleiche Typ steht neben mir, sortiert Birnen ein und grummelt irgendwas in seinen Bart. Hm, haben Sie mit mir gesprochen? Ich hab gesagt, die scheiß Bäume. Was? Die scheiß Bäume, Mann. Was ist mit den Bäumen? Pass auf, da wo ich herkomme, da gibt's keine Bäume. Wo kommst du denn her? Kurdistan, keine Bäume.
Ja und? Hier gibt's total viele Bäume. Ach so. Als ich in Kurdistan gelebt habe, habe ich nie einen Arzt gesehen. Und hier bin ich ständig krank, Allergie und dieser ganze Scheiß, Mann. Alter. Ja? Ja. Und das liegt an diesen scheiß Bäumen. Die pflanzen die auch noch ständig.